Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kurzurlaubsvlog hier auf Lumelevu. Wir befinden uns gerade am schönen Chiemsee. Hinter uns sehen wir auch schon die wunderbare Flora und Fauna des Chiemsees und rund um den Chiemsee. Und hier im Hintergrund erleben wir unsere Family mit unserer Hauptakteurin, die Steffi. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Urlaubsvlog. Unser Kurzurlaub am Chiemsee hat gestartet und ich glaube, heute ist der Tag, wo wir noch das beste Wetter des Wochenendes haben. Hinter uns sind Touris, die wollen vorbei, glaube ich. Hinter uns sind Touris, die wollen vorbei. So, die Touris sind wieder weg. Jedenfalls sind wir heute Morgen um 6 Uhr von zu Hause losgefahren und waren dann kurz nach 9 hier, also ungefähr 3 Stunden Autofahrt. Deswegen sind wir jetzt auch erstmal ein bisschen spazieren. Wir haben jetzt lecker gefrühstückt in der Kaffeerösterei Schiller. Und jetzt machen wir eben den Rundgang. Man kann nicht so schön an der Uferpromenade spazieren, aber ja, so ein Rundweg geht auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal. Ich denke, heute, wie gesagt, ist der Tag mit dem schönsten Wetter. Morgen und übermorgen ist leider Regen gemeldet. Deswegen gehen wir morgen Boot fahren. Werden wir heute Nachmittag noch mit Ludi will unbedingt Tretboot fahren oder wie auch immer, müssen wir mal schauen. Ja, auf jeden Fall versuchen wir halt dann auch noch relativ viel heute in den Tag zu packen, auch wenn jeder heute Abend wahrscheinlich ultramüde ins Bett fällt. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei unserem Kurzurlaubstrip. Der letzte Urlaub ohne den kleinen Mann, der letzte Urlaub in dieser Konstellation, so würde nie mehr stattfinden, denn in 5 Wochen kommt der kleine Morgen auf die Welt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Und hier eines der bestimmt schönsten Polizeireviere Deutschlands, direkt am Chiemsee. Sehr idyllisch, sehr idyllisch. Und weiter geht's. Man beachte immer auch, wie schön klar das Wasser am Chiemsee ist. Gott sei Dank haben wir den Oberwolfgang dabei, der uns alles über Vögel erzählen kann. Stimmt's? Kann jetzt von mir mal Vögel, ja. Wir machen gerade einen herrschaftlichen oder einen etwas größeren Rundgang durch das herrschaftliche Wohngebiet rund um den Chiemsee. Wir haben uns nicht verlaufen, das soll so. Erst am Ufer entlang und jetzt ein bisschen so durch die Ortschaft. Die Häuser beglotzen, haben auch sehr, sehr schöne Häuser, sehr, sehr schöne Hütten gesehen. Seht ihr hier im Hintergrund, ne? Aber ich glaube, dass der Opa Wolfgang, der eigentlich hier den Weg angibt, der weiß jetzt selber nicht mehr genau. Also. Gott sei Dank bin ich noch so gut zu Fuß mit meiner Kugel. Lauf mal weiter. Und ich trage die Handtasche, hier. Ja, da seht ihr mal, wie gut Flo auch Louis Vuitton steht. Ja. Der Flo kann einfach alles tragen, sogar meine Handtasche. Ja. Oh, ich habe schon gedacht, irgendein Scheiß holst dir da raus. Aber oh, ein Herzstern. So, unser charmanter Ausflug rund um das Chiemseer Wohngebietsviertel ist beendet. Jetzt haben wir uns niedergelassen zu einem feinen Kaltgetränk. Ne? Hier die ganze Masse. Hey, das ist Datenschutz. Und genießen noch den Vormittag. Bis später. Trotz alledem, dass Flo die Kamera hält, hoffe ich, ihr bleibt weiterhin im Video erhalten. Wenn nicht, skippt einfach weiter. So, jetzt laber ich schon wieder in die Kamera, ne? Ja. Weiter geht's. Wir schauen, ob die Tretboote schon offen haben, ne? Damit das, unbedingt Tretboot fahren. Damit das Kind zu seinem Wunsch kommt. Ne, Luna? Wo gehen wir jetzt hin? Zum Tretboot fahren. Alla hopp dann! Ja, schön, 40, 30 Euro. Ja. Ich hätte noch auch schön. War ganz schön lahm, ne? Oder, Luna?
Ist das die Höchstgeschwindigkeit? Wie viel waren das jetzt? 3000? 3000 Watt. Der nebenher schwimmst nicht. Ne? Blondie, der nebenher schwimmst nicht. Ist das ja wahrscheinlich jetzt die Herreninsel da geradeaus? Ja, oder? Ja. Ja, ja. Was für das Herrenhaus? Die Frau hat extra gesagt, die Lu soll auf jeden Fall auch mal lenken. Und das macht die Luna jetzt. Luna, jetzt räumen wir mal das Boot davon, jetzt räumen wir jetzt. Nein, du musst schon schön auf deinen Weg schauen als Kapitänin. Aber das machst du toll. Während der Vater schon wieder hier Musik sucht. Luna, schaust du noch mal nach hinten? Nein. Cool. Rechts, rechts, rechts. Ramkos. Nein. Hinter denen vorbei. Ja, so ist perfekt. Gut. Genau. Geradeaus. Die Tiefe, Blonde, Tiefe. Was? Wir haben uns ein Boot gemietet. 30 Euro die Stunde, ein Elektroboot. Eigentlich wollte man ja ein Tretboot, aber die haben momentan keins. Muss man mal schauen, ob man die Tage noch Tretboot oder was für die Lu finden. Aber wir finden jetzt Elektroboot auch super, super witzig. Gerade ist die Lu am Steuer. Du fährst doch an dem Boot vorbei, Lu. Also auch die Kids dürfen, hat die Frau extra gesagt. Die darfst auch mal. Und das macht die Lu natürlich, lässt sie sich nicht zweimal sagen, dieses kecke Mädchen. Und jetzt, ja, schippern wir schön eine Stunde lang auf dem Kiez. Schaut doch mal rüber. Papa, ey. Oh Gott. ja, jetzt schieben wir eben eine Stunde ein bisschen auf dem Chiemsee rum. So, alle anschnallen, die Mutti fährt und es geht rückwärts. Haltet eure Girls fest. Jetzt Fahrtchips an der Kasse löst. Herrlich, Leute, herrlich. So herrlich? Herrlich. Wie ist es? Herrlich. Hier ist dann einfach, wenn ich jetzt langsamer fahren würde, mache ich auf 3 oder was? Oder auf 1? Ja, schon. Es regnet. Dieser Papa. Schau mal da vorne, da kommt jetzt das große Schiff, siehst du das? 2,6 Meter ist bloß noch tief. Rechts halten. 1,7, 1,6. Alarm. Flo, helf mir. Und jetzt kannst du meine machen. Ach so. Ach krass, das sieht man sogar schon den Boden. 1,1, 1,2. Das hat es kaputt gemacht. 1,4, wird schon die Welt. 1,5, 1,6. War klar, dass das bei mir jetzt wieder passiert, verstehst? Jetzt hat lacht. Das geht dann sogar aus, oder was? Du musst außen rum von der Boje fahren, ne? Außen, genau, jawoll. Ich kann es ja wieder langsam mitschwimmen. Ich will ja nur mal rumdenken. Dahin und dann einmal los, hier und dann wieder. Linde, glaube ich, zur Linde. Achtung! Und dann einmal in die Linde. Oh, da muss man jetzt vorsichtig sein. Da darf man keine Ente überfahren. Alle auf dem Meer. Hey, Frau Otto. Servus, La, Instagrammer. Was gibt es da zu sehen? Ein schöner Berg. Mit Schnee drauf. Ich bin auch schöne Berge. Schauen wir bitte auf die schöne Berge. Du hat eine Schnupfennase ereilt. Die Arme. Aber es hält sich in Grenzen mit Nasenspray. Und schön rotzi, kommen wir gut hin.
Wir haben heute Freitagmorgen, kurz vor 9 und wir gehen jetzt gleich zum Frühstück. Ja, wir haben alle nicht so gut geschlafen, Luna wegen ihrem Schnupfen, ich wegen anderer Umgebung und ich hatte ein bisschen Bauchweh, aber nicht so wehenmäßig, sondern vom Essen her, also verdauungsmäßig. Flo hat dann auch noch geschnarcht. Das halte ich für ein Gerücht. Wie die Wutz, wirklich, der hat wie die Wutz geschnarcht. Also ich habe das nicht gehört. Ich hab das nicht gehört. Ja, weil du tief und fest geschlafen hast. Ja, und jetzt gehen wir zum Frühstück und dann wollen wir ein Schiff erwischen und rüber zur Herreninsel fahren und da eben dieses Schloss anschauen, den Schlossgarten und so weiter. Wetter ist ja bewölkt. Ich glaube, es soll so 15 Grad werden und wenn wir Glück haben, meine Mama sagt immer, wenn Engel reisen, dann ist das Wetter nicht so gut. Ey, dann ist das Wetter gut, aber ich glaube, es wird heute nicht so gut. Aber drückt uns die Daumen, dass es wirklich vielleicht mal nur so minimalst regnet und nicht ständig am Pieseln ist. So, und jetzt gehen wir mal zum Frühstück, schauen, was da so geboten ist. Flo gestern noch schön die Schnitz verbrennt, ja, ne? Ja, Flo hat Bräune aus der Kneipe gehabt, als ihr die Bierchen in der Sonne gezischt. Das war vom Bootfahren, zwar nicht vom Bier trinken. Ja, klar. Das ist immer vom Bootfahren. So you think you were right? Bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. The way I do, will knock you down. You know there's emotion between us. Don't cry about it. Don't cry about it. You want me to take you in my trust. Ja, wir machen jetzt gleich eine Schlossbesichtigung und im Hintergrund sehe ich auch schon die erste Antiquität. Ich glaube, das erste Telefon, das erfunden wurde. Kennt ihr das noch? Regenfest angezogen. Leider ist das Wetter unverändert regnerisch, aber jetzt gerade regnet es mal nicht so arg. Deswegen laufen wir heute mal in die City von Prien. War ein Vorschlag von meiner Mama. Und zurückfahren wollen wir dann mit so einer kleinen Bimmelbahn. Eigentlich auch hinfahren, aber meine Zuckerwerte sind heute Morgen nach dem Frühstück nicht so, wie ich sie gerne hätte. Und deswegen möchte ich jetzt erstmal ein Stückchen laufen. Und wir sind ja auch nicht zum Faulenzen da, sondern schon auch ein bisschen hier so, um uns zu bewegen. Und dann schauen wir uns einfach mal ein bisschen Prien an. Und dann bricht auch schon unser letzter ganzer Tag an. Morgen nach dem Frühstück checken wir aus
Und dann müssen wir mal gucken, eventuell, wenn das Wetter passt, fahren wir dann noch mit der Kampenbahn hoch an die Kampenwand. Schauen uns da an, ähnlich wie wir das letztes Jahr am Tegernsee mit dem Wallberg gemacht haben. Und dann geht es schon wieder Richtung Heimat. Hi, Captain. Yeah. Okay, wir sind angekommen an der Insel. Jetzt da runter. Guter Jump. Geht es hier irgendwas? Interessant ist es ja. Mama, guck! So, nachdem wir jetzt die 20 Kilometer Fußgängerzone entlang gelaufen sind in einem Mordstempo, suchen wir jetzt nach weiteren Attraktionen hier in Brien. Und was gefunden? Ein Flohmarkt, da laufen wir jetzt aber weitere 25 Minuten hin. Vielleicht kehren wir irgendwo ein. Jetzt schauen wir erstmal, wo der Bahnhof ist. Den will der Papa sich anschauen, da hat er nämlich mal gearbeitet. Okay. Und Sie sehen hier auch noch eine schöne Apotheke, die Marienapotheke. Erbaut 1857, 1903 renoviert. Schön. Oh! Die Glocken! Hier sehen wir die wunderbare, einzigartige Brien. Ich schätze mal, ein Zulauf des Chiemsees. Schön. Schön. Servus, Opa. Servus. Machst du Bier? Volksbank, Raiffeisenbank. Ich trinke nicht. Ja, meine Mama, der hat trotzdem seinen Mund. Und die Oma auch am Start, ne? Quatsch. Hey. Irgendwie gruselig, ne? Ja, irgendwie schon. Oh nein, hoffentlich krieg ich von der keine Albträume. Aber die Zähne sind richtig echt. Haltet eure Gürtel fest. Mal die Festen, wenn es jetzt Turbogeschwindigkeit wird. Hallo. Willst du noch was sagen, wie der Tag heute war? Sensationell. Alles rutschend noch. Das Wetter war schlecht. Ich kann es mir leider nicht wie der Rest meiner Familie schön trinken. Deswegen bin ich ein bisschen gefrusteter wie alle anderen. Ich weiß nicht, was du meinst. Ein sehr feuchter Tag heute. Was? Ein sehr feuchter Tag heute. Aber es ist nicht so staubig draußen. Ist aber nicht so staubig draußen. Stimmt, ja. Naja. Und zack, ist Montagmorgen und wir sind schon wieder zu Hause und ich mache gerade schon Brotzeit. Ja, das war unser, glaube ich, doch auch recht abwechslungsreicher und irgendwie lustiger Vlog vom Chiemsee. Unser letzter gemeinsamer Urlaub in dieser Konstellation. Den nächsten Urlaub, den wir antreten, egal ob allein oder mit meinen Eltern, wird auf jeden Fall mit einer Person mehr sein, nämlich mit unserem kleinen Zwaggel. Und da freuen wir uns natürlich tierisch drauf. Manchmal war ich etwas zickig, ich muss es zugeben. Also das habt ihr natürlich nicht gesehen.
weil es schon viel geregnet hat und hier bei uns in Franken war wunderschönes Wetter. War natürlich ein bisschen ärgerlich, aber fürs Wetter kann man nichts. Ich bin da aber halt nur, ich wollte es für mich und vor allem für meine Eltern perfekt haben. Und wenn da das Wetter nicht mitspielt und man schwanger ist, dann zieht man einfach eine Lätschen und ist manchmal schlecht gelaunt. Habe ich dann natürlich auch an meinen Mitreisenden ein bisschen ausgelassen. Das tut mir auch von Herzen leid. Aber so ist es halt mit uns Schwangeren. Zumal ich dann ja auch keine Möglichkeit hatte, so wie die anderen drei, mir das Wetter ein bisschen schön zu trinken. Naja, ich freue mich natürlich, dass du mit dabei warst. Kannst dir einen lieben Kommentar hinterlassen oder gib dem Video ein Like. Abonniert unseren Kanal. Wir würden uns auch freuen, wenn noch ein paar Abonnenten mit dazu hüpfen. Wir geben uns hier unwahrscheinlich viel Mühe und ja, da freuen wir uns natürlich über jeden einzelnen von euch. Also, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Das ist dann einfach wieder ganz normal im Headquarter. Und bis dahin sage ich wie immer, tschüssi, bis zum nächsten Mal.